Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Jetzt geht's um was Fundamentales. Wir ziehen zusammen in eine Wohnung. Wir sind eine Generation, die schon Mitte 20 freiwillig die kreative Anarchie der Männer-WG gegen die Bürgerlichkeit einer Pärchenwohnung tauschen. Hat mein Vater letztens gesagt. Vielleicht sollte ich mal... Nein. Was würdest du machen, wenn ich mich jetzt von dir trennen würde? Lass dich nicht stören. Aber ich muss jetzt hier einziehen. Darf ich mal fragen, warum Sie Ihren Umzug zu dieser späten Stunde veranstalten? Tut uns leid. Hallo erstmal. Vielleicht hätte ich damals einfach standhaft bleiben müssen. Aber da hätte sie uns nicht gegeben. Ja, vielleicht wäre das besser, wenn ich sehe, wie ihr euch durch euer Leben kämpft. Das ist eine Unverschämtheit. Kannst du mal irgendeine Emotion zeigen? Du zeigst doch schon so viele. Die absolut perfekte Superwohnung. Drei Zimmer, Küche, Bad. 95 Quadratmeter. Balkon. Große Küche. Bezahlbar. Ey, die spinnen alle. Parkett und Stuck und Flügeltüren und Balkon und keine Raufaser und bloß kein Laminat. Ist doch bescheuert! Das will ich jetzt nicht. Wir können zum Ersten schon einziehen. Perfekt! Willst du nie noch warten? Nicht heulen. Mhm. 32 Wochen Chemotherapie stationär. In 8 Wochen machen wir eine erste Untersuchung, um zu sehen, ob die Therapie anschlägt. Bastian wird Ihnen in Zukunft die Infusionen geben und die Zugänge erneuern. Kann er das? Keine Sorge, die habe ich mir alle selber gestochen. In ungefähr 3 Wochen werden dir die Haare ausgehen. Und unten? Auch. Na toll, eine Babymuschel. Trägt man das jetzt nicht so? Sparzeit. Ready? Ready. Du bist sicher, dass du das Teil nur für deinen Bart benutzt? Ja. Ich schaff das. Meine liebe, treue Mama, man fürchtet sie auf der ganzen Station. Was machen Sie denn da? Wo ist Bastian? Der soll das machen. Mein Vater weiß alles über meine Krankheit. Er recherchiert und will alles wissen. Gut, dass Sie da sind, Friedrich. Er kennt meinen grässlichen Arzt besser als ich. Eine Möglichkeit zum... Auf die Freiheit. So schaffst du es nicht. Ich versuche einfach weiterzuleben. Es hat mir total Spaß gemacht, dieses Spiel mit den Perücken und davon zu erzählen. Wenn du Sophie morgen siehst, sag ihr, alles wird gut. Ja. Lass uns so tun wie Matrosen. Nein, du bist auch eine Matrose, so siehst du. Auch ein Matrose? Sure. I'm running out of credit. I better go. Lass uns eine Woche Urlaub machen, Betty. Bei dem Wetter. Wir sagen alles ab, du schließt dein Büro zu. Ich will eine Woche in Cafés und Kneipen abhängen, so wie früher. Sei ein bisschen nett, okay, dann Leute. Thank you.
Eindruck hatte ich nicht letzte Nacht. Ach komm. Schlank wie ein Reh, hä? Und so hübsche dunkle Augen. Wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr erspielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Ich will hier bleiben. Ich will leben. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Es ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Mehr zu wissen als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt! Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Sioma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. El? El Lewinsky, bist du's? Wo ist der? Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter. I was finished with the past done, but you're never done. I'm haunted by memories that refuse to be forgotten. I try to hide, but they always find me. Sweetheart, you're acting so strange today. Did I do something? It's got nothing to do with you. It? Właśnie nie zakochałeś. Żydzi są i tak skazani na śmierć. Zostaw jej. Who is this? Tamasz Limanowski. He saved my life. 73.804! Nicht kommen! Red Cross International Tracing Department. How can I help you? In 1946, I contacted your office to find a missing person. He was never located and assumed dead. I may have seen him today on TV. I think it would probably be best if you just went to see him. Liebster, wo immer ich auch sein werde, du bist in meinem Herzen und ich werde auf dich warten. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.